Ich lese, Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Nagelpilz, im Abschnitt Nagelpilz. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und es geht um einen geeigneten Wirkstoff, Amorolfin. Da ist er, der ist rezeptfrei und der ist geeignet, grün. Ich lese vor. Amorolfin in Klammern Nagellack, Klammer zu, grün. Geeignet bei Nagelpilzen. Wichtig zu wissen, damit der Lack besser eindringt, feilen Sie die Nageloberfläche vorher an. Der Nagellack kann den Nagel verfärben und das Nagelbett reizen. Bilden sich auf der Haut um den Nagel Bläschen oder ein schmerzhaft juckender Ausschlag, reagieren Sie vermutlich allergisch auf das Mittel. Dann sollten Sie es absetzen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder sollten nicht mit Amorolfin behandelt werden, weil keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit vorliegen. Kinder sollten nicht mit Amorolfin behandelt werden, weil keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit vorliegen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Amorolfin sicherheitshalber nicht anwenden. Es geht weiter mit einem weiteren geeigneten Nagellack, Cyclopirox Grün, geeignet bei Nagelpilzen.